Ah, dies war das der Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Video und zur allerersten Folge unserer neuen WM to Glory. Die World Cup to Glory steht an, bedeutet aber nicht, wir haben einen komplett neuen Account. Nein, wir werden das Ganze nämlich auf unserem normalen RTG-Account machen. Aber es gibt natürlich ein paar Sachen, die ein bisschen anders werden, denn wir werden ab heute nur noch mit World Cup-Karten spielen dürfen. Das bedeutet, die natürlich normalen World Cup-Base-Karten, ob das die Path to Glory sind, ob das die Heroes sind, ob das die Base oder die Base-Icons, soll ich schon, die WM-Icons sind oder alles Mögliche, was es halt zum WM-Content gibt, ob SBCs, erspielbare Spieler, dürfen nur gespielt werden. Damit werden wir dann die nächsten Wochen auf jeden Fall versuchen, sehr viele davon zu ziehen. Erstens das, zweitens mit den restlichen Coins, die wir haben, ordentlich zu traden, um auf der RTG fürs Team of the Year vorbereitet zu sein, um da ein bisschen Coins zu schonen und nicht zu vergessen, ordentliche Rewards mitzunehmen und einfach komplett den WM-Content nochmal deutlich mehr mitzunehmen, als man es vielleicht sonst machen würde. Wenn euch das ganze Format gefällt, würde ich mich persönlich riesig freuen, wenn du erstmal einen Daumen nach oben da lässt, sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Es ist direkt reingestartet mit einem absoluten Knaller. Wir haben einen Path to Glory und einen WM-Hero in einem Pack gezogen, was insane ist für diesen Start. Plus, wir werden mal schauen, was da sonst noch alles auf uns zukommt. Falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, dazu unten in die Kommentare schreiben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie sieht euer WM-Hero-Team aus oder wie sieht euer WM-Team aus. Und damit bin ich raus. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Let's go! Wir starten aber als allererstes rein. Und zwar habe ich gesagt, wir wollen, dass Deutschland Weltmeister wird und wir werden auch mit erstmal Deutschland gehen. Ist vielleicht nicht die beste Nation, weil du halt auch Frankreich nehmen könntest, Brasilien und so weiter. Aber wir wollen natürlich hier am Ende vielleicht sogar das beste Deutschland-Team haben, was es überhaupt gibt. Aber alles untrade, ne? Ist halt klar. Wir starten rein mit Deutschland und hoffen auf maximal 84-Plus-Spieler, die echt geil sind, die wir spielen können. Gehen wir rein. Unser erstes Pack öffnet sich mit Sané. Das ist ein starker Anfang. Ich muss sagen, Sané ist ein sehr, sehr starker Anfang. Muss man wirklich sagen. Dahinter vielleicht noch ein Schlotti, Adeyemi oder sowas. Oh, wir ziehen Musiala, Gosen, Raum. Müssen wir mal halt gucken, wie wir das vielleicht hinbekommen. Linker Flügel, LVLM, LVLM, Hofmann, RM, ZOM, LM, ZM, LM, ZOM und Baku, der halt wahrscheinlich alles spielen kann. So sieht's aus. Also das sind unsere ersten 6 Spieler. Die nehmen wir mit. Musiala 82er Rating ist natürlich not bad. Nehmen wir erstmal mit und jetzt gehen wir rein ins große Pack-Opening, was hoffentlich funktionieren wird. Wir haben es geschafft. Wir haben alle Spieler verkauft. Also nicht alle, ich glaube fast alle. Wir müssen dann mal gucken, wo der Rest liegt. Wir hatten ja einen 84er investiert. Ich habe die leider Gottes zu spät verkauft. Damit haben wir da auch sehr gutes Minus gemacht. Wir müssen den Rest dann noch verkaufen. Es sind noch ein paar Spieler übrig, die wir noch weghauen werden. Ne? Nichtsdestotrotz können wir jetzt mit der WM to Glory richtig gut starten. Gehen wir rein ins XXL Pack Opening. Wir haben einiges noch am Start. 21 Packs haben wir erstmal hier am Start. Plus, wir haben noch ein bisschen was wir abholen können bei den Zielen. Und das werden wir als allererstes machen. Gut, gehen wir rein, Männers. Wir haben 37 Packs angespart. Davor werden wir aber ganz kurz noch das Vorschau-Pack öffnen. Ob wir vielleicht in dem Sinne noch was Gutes ziehen werden. Ne? Das ist es nicht. Schade, schade, schade. Wir haben einiges hier mit am Start. Das ist das XXL-Pack-Opening. Ich habe es ja jetzt gestern schon mit dem Chat besprochen. Die werden mit reinziehen. Ihr dürft nicht vergessen, wenn wir hier was ziehen, dürfen wir nur Spieler nutzen, die WM-Kartentypen haben. Heißt den Path to Glory-Spieler. Heißt allgemein World Cup-Karten. Ich weiß halt nicht, die werden wahrscheinlich hier sogar nicht drin sein. Auch die Player-Picks nicht. Deswegen lassen wir uns mal überraschen, was trotzdem drin ist. Vielleicht ziehen wir ein paar Walkouts. Oder. Wir starten rein in das ganze Pack-Opening. Ihr seht nur das Beste vom Beste. Abfahrt ist angesagt, let's go. Und mit Philipp ziehen wir auch den ersten Durchläufer. Es ist 85er Gerard Moreno. Da bin ich sehr, sehr zufrieden. Das ist okay. 85er aus so einem kleinen Pack, an einem normalen Goldpack, ist das stark. Und wir gehen zum zweiten Mal durch. Innenverteidiger, 83er Diego Carlos. Nehmen wir auch mit. Futter ist Futter, stark. Und wir gehen durch. 2 Spieler-Pack. Walkout. Ja, nein, Alberto. Hätte ja sein können. Schade. Oh, wir gehen durch. Komm schon. 75-Pluser. Martinez. Ja, 84er aus dem 75er. Das ist in Ordnung, Jungs. Das ist in Ordnung. Okay, wir starten mal rein mit einem 5-World Cup-Spieler-Pack. Mal gucken, was wir da drin haben werden. Ne? Wir gehen mal rein und hoffen auf den Katari. Ne? Oh, Deutschland ist wichtig. Ja, es ist Ginter. Aber es ist gut. Wir haben ja schon 6 Deutsche. Ich glaube, alle miteinander auf Linken, glaube. Ne? Ich glaube, jeder einzelne World Cup-Spieler linkt auch mit dem anderen World Cup-Spieler. Dazu noch Cash, Delaney,
Acevedo und Castillo. Leider Gottes keinen aus Katar. Schade. Aber ist in Ordnung. Ginter ist okay. Wir wollen ja das komplette Deutschland-Team am Ende haben. Come on. Seltenes Megapack. Gönne, yay. Gönne. Ja! Was? Was? Wir ziehen Carvalho, Jungs! Was ist das denn? 55k-Pack! Ricardo Carvalho WM Hero! Let's go! Dickes GG in den Chat! Hä? Wo kommt der denn her? Sieht das geil aus, die Animation, Männers! Und Plata, hä? Was sehe ich hier? Was ist das denn? Was habe ich hier gerade gesehen, Chat? Was ist das denn? Bestes 55k-Pack aller Zeiten, ne? Sepp Blatter und Ricardo Carvalho. Geisteskrank, let's go! Es wird Innenverteidiger Aston Villa wieder Diego Carlos. Aus so einem Pack, wo 24 Spieler drin sind, weiß ich nicht. Bei 50er Untrades, jetzt will ich aber was sehen. Wir gehen zumindest durch. Komm, Walkout. Argentinier RF Messi. Romero aus dem 50er. Ich kann das nicht. Jungs, wir hatten gerade extremes Packlack. Aber das ist zu wenig, Jade. Das ist einfach zu wenig. 50er Nummer 2. Wieder Untrade. Jetzt aber. Ach Gott. Wenigstens ein Walkout. Angelino, was sehe ich hier? Warum? Warum? Warum, ey? Was ist das? Komm schon. Wir gucken einfach mal rein. Vielleicht ziehen wir ja Salah. Ha, Kappa. Jawohl, wir gehen wieder. 30k-Pack. Ja, garantiertes 30k-Pack. Edwards, Hype in den Chat. Ach Gott, ey. Die sind so scheiße, die Dinger. Unfassbar. Seltenes gemischtes Spielerset. Wir gehen mal rein. Vielleicht haben wir ja hier nochmal was drin. Ja, Info-Walkout. Brasilien, ZIV. Gabriel ist okay. Das kann man machen. Das ist in Ordnung. Das ist solide. Vielleicht dahinter noch was Cooles? 283er und ein Jesus Navas. Das ist eigentlich not bad. Wir starten rein mit dem ersten Pack, wo es auch zwei Spielerwahlen gibt für die Viva World Cup Spieler. Seltenes Gold Pack. Gucken wir mal rein, was drin ist. Das ist ja aus der allerersten Daily SBC. Wir haben zwar hier keinen Durchläufer. Und wir haben Guedes drin. Zweimal Shadows, not bad. Aber wichtiger sind natürlich die Sachen hier. Und mal gucken, ob wir hier was Gutes ziehen werden. Wir nehmen mal Martinez Quarta. Vielleicht ein Katar-Spieler wäre ganz geil. Ja, let's go. Das ist wichtig, weil die sind super, super selten. Ne? Und damit kriegt man natürlich dann auch die Packs zusammen, die wir bei den Zielen erspielen müssen. Das ist nice, GG. Ja, Walkout im 25er. Komm, gönne. Deutschland, ZM, Toni, Abi. Let's go. Toni nehmen wir mit. Sehr geil. Jetzt muss es gönnen. 50k-Pack und danach kommt direkt noch das 125er. Das Walkout, Herr Stegner. Das ist gut. Das ist stark. Dazu sage ich nicht nein. So ein Path to Glory-Spieler wäre halt nochmal geiler, ne? Weil den könnte man halt auch für die WM to Glory nutzen, ne? Aber erstmal ein 88er gut für SPCs. Vielleicht kriegen wir da Berghui abgeschlossen, ne? Komm schon. Gönne, ey. Jetzt nochmal einen Hero. Bitte, ey. Nein. Stürmer. Jota, 85, nicht mal im Walkout, kein Path to Glory-Spieler, gar nichts aus dem 125er. Eine Inform immerhin, okay, Hummels ist mit dabei, aber das war definitiv nichts, ey. Schade, schade, schade. So, Boys and Girls, das soll es auch mit der ersten Folge gewesen sein, unserer WM to Glory. Wir haben schon einen Path to Glory-Spieler gezogen, wir haben schon einen Hero oder WM-Hero gezogen. Das ist das aktuelle Team, was wir haben im 4-3-3-5-System. Mit dem guten alten Acevedo im Tor. Wir haben rechts Castillo, Ginter, wir haben Carvalho und Raum. Hinzu kommen Musiala, Delaney, Barkur. Wir haben Plata, Afif und Sané. In der kommenden Folge werden wir definitiv anfangen, unsere ganzen Starter-Packs zu ziehen, also die aus den Zielen. Das werden wir auf jeden Fall machen, weil dann damit kriegt man, denke ich mal, noch ein viel, viel geileres Team zusammen. Mal gucken, ob wir damit schon die WL-Quali spielen oder so, oder ob wir das dann nachmachen in der dritten Folge. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr hyped auf die WM to Glory seid, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben, lasst sehr gerne noch ein kostenloses Abonnement. Ich bin damit raus, macht's gut, haut rein und ciao, ciao, küss, küss.